Mein Sparziel für 2021. Darum geht es in diesem Video. Wie hoch dieses Sparziel sein wird, das wirst du nach dem Intro erfahren. Hallo und herzlich willkommen bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal und wie in dem letzten Video angekündigt, kommt jetzt das Video, wie hoch mein Sparziel sein wird für 2021. Was ich dazu sagen muss, das Sparziel bezieht sich auf mein Gesamtvermögen, also nicht nur auf meine Investition, die ich immer beim Depot-Update, verlinke ich mal hier oben. Also wenn du mein letztes Depot-Update kennst, dann weißt du ja, wo ich derzeit stehe. Und ja, wenn ich jetzt sage, wie viel ich sparen möchte, beziehungsweise wie hoch mein Gesamtvermögen sein soll am Ende des Jahres 2021, wirst du wahrscheinlich sagen, Moment mal, selbst mit deinen Spartipps und selbst mit deinen ambitionierten Sparzielen, mit deinem Gehalt, wird das wahrscheinlich nichts werden. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Deswegen sage ich das jetzt vorab, dass es sich um mein Gesamtvermögen handeln soll, welches ich jetzt eben als Zielsetzung habe. Und die Zielsetzung ist, dass ich 50.000 Euro sparen möchte oder als Gesamtvermögen haben möchte im Jahr 2021. Ja, wenn du mein letztes Depot-Update kennst, ich habe jetzt Investitionen bei ungefähr 11.000 Euro bei Trade Republic, Consorsbank und Binance. Das nächste Depot-Update wird natürlich auch ja, kommen in einem halben Monat. Immer zum Monatswechsel kommt ein Depot-Update. Und ja, das ist natürlich jetzt auch ein guter Moment, um zu abonnieren. denn ja, damit du gucken kannst, wie sich das entwickelt bei mir, abonnieren und meine Depot-Updates beachten. Denn da bist du immer up-to-date und weißt dann auch, wo ich stehe. Ja. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie hoch mein Gesamtvermögen ist. Dazu gibt es noch ein ausführliches Video. Ich kann nur so viel sagen. Dazu zählt auch mein Bausparvertrag rein, mein Sparkonto. Dafür gibt es auch noch ein extra Video, weil das mein Notgroschen ist, wie hoch das ist. Wie man das berechnet, mal ganz nebenbei, habe ich hier oben schon ein Video gemacht. Kannst du dir gerne mal angucken, wie man seinen finanziellen Schutz berechnet. Beziehungsweise finanzieller Schutz ist bei einigen gleich der Notgroschen, bei mir auch. Also den habe ich ja schon. Das sind 15.000 Euro bei mir. Also die würden dann nochmal on top kommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das funktionieren wird. Ob das Ziel vielleicht zu ambitioniert ist oder ob ich das schon vor dem Dezember erreichen werde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin da natürlich aber gut gestimmt und gehe eigentlich davon aus, dass das zu schaffen ist. Es wird schwierig, aber man soll sich ja auch keine Ziele setzen, die man so locker aus dem Handgelenk schüttelt. Das soll einen ja schon ein bisschen fordern und auch ein bisschen anstrengend sein. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, 50.000 Euro in einem Jahr anzusparen. Ja, also nur damit du nochmal eine ungefähre Richtung hast, wo ich jetzt gerade stehe. Also ich habe jetzt immer grob überschlagen. Wie gesagt, da kommt noch ein separates Video zu. Also unbedingt abonnieren, wie hoch denn jetzt mein Gesamtvermögen ist. Aus meinem letzten Depot-Update weißt du ja, ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, mein Depotwert oder mein Wert der Depots, die ich derzeit habe, liegt bei 11.922,66 Euro. Plus den Notgroschen, plus mein Bausparvertrag. Ich habe jetzt ungefähr, ohne mich jetzt darauf festzunageln, ein Gesamtvermögen von 30.500 Euro. Das heißt, mein Ziel von 50.000 Euro beinhaltet, dass ich noch knapp 20.000 Euro dieses Jahr durch meine Erträge erwirtschafte und spare und ja, ist auf jeden Fall sportlich. Also wie gesagt, ich habe auch schon ein anderes Video gemacht, wie ich 10.000 Euro in einem Jahr gespart habe. Das war schon ja, anstrengend. Doch schon, würde ich sagen. Und jetzt 20.000 noch zusammenzukratzen, wobei wir ja schon den Mai haben,
Könnte sich als schwierig erweisen, aber ich mag die Herausforderung und ja, deswegen habe ich mir das jetzt eben auch ein bisschen höher gesetzt, das Ziel. Ja, also falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich sage es jetzt zum, ich glaube, dritten Mal, unbedingt abonnieren. Unten rechts im Video siehst du eine kleine Weltkugel, da kannst du einmal raufklicken, mich kostenlos abonnieren und dann verpasst du nämlich auch keinen weiteren Content mehr von mir und ja, bist bei meiner Entwicklung live dabei, mehr oder weniger live, aber ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Diese Woche habe ich mir fest vorgenommen, folgen noch zwei weitere Videos, einmal am Donnerstag und wie immer am Sonntag. Und ja, ich denke, ich werde jetzt auch diese Woche noch einmal detailliertes Video machen, wie hoch denn jetzt mein Gesamtvermögen ist, also auf dem Cent genau. Stand Mai dann ja. Und da werde ich dann auch zusätzlich zu den Depot-Updates auch nochmal bis zum Ende des Jahres, ich denke mal, zwei Updates ma machen. Das wird hoffentlich reichen, denke ich. Ja, falls du jetzt mehr von mir sehen willst und mich davor noch nicht gekannt hast, schau dir gerne mal meinen Kanal an. Ich habe schon diverse Videos hochgeladen. Du kannst da so ein bisschen drin rumstöbern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Video.